Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Weiter geht's mit der Autowunsch-Ausgabe zum Porsche 911 GT3 RS. In der letzten Folge haben wir uns ja, wenn man so möchte, das Basismodell angeschaut, aber es wird durchaus auch der Wunsch in der Community nach der Forza Edition des GT3 da. Und genau die schauen wir uns in der heutigen Ausgabe an. Und wie du sicherlich schon erkannt hast, ist die eher so fürs Gelände gedacht. Konkreter gesagt haben wir hier einen Rallye-Aufbau. Und es kommt gar nicht mal so von ungefähr, denn in der Realität gibt es durchaus auch Rallye 911 GT3s. Dazu aber vielleicht gleich mehr. Viel wichtiger ist doch jetzt vielleicht die Frage oder besser noch die Antwort dazu. Wie bekommt man denn diese Forza Edition des 911 GT3 RS? Nun ja, dazu gehen wir einfach in den Fuhrpark, denn als Herstellerbonus von Porsche bekommt man den. Man muss 29 von den aktuell 31 im Spiel befindlichen Porsche besitzen. Du siehst, ich habe jetzt 30 von 31, weil, klar, wenn man den Bonus bekommt, zählt das ja auch dazu. Der ist dann hier auch gelistet, aber hier siehst du es auch, hier ist er als Herstellerbonus mit dabei. Das heißt, du musst nicht alle, aber fast alle besitzen. Und das sind schon ein paar teure Fahrzeuge mit dabei. Das teuerste habe ich jetzt auch ausgelassen, den 917 Langheck. Der kostet 15 Millionen. Also vielleicht hat man Glück im Auktionshaus oder halt Glück sogar in Wheelspin. Aber ja, war mir dann doch ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, da sind auch ein paar andere Fahrzeuge mit dabei. Gerade so ein 959 oder so ein 911 GT1. Die gehen schon ein bisschen ins Geld. Aber ja, am Ende bekommt man, hoffe ich, ein sehr geiles Fahrzeug. Und wie gesagt, ihr habt euch gewünscht. Ich habe ihn mir tatsächlich noch gar nicht angeschaut. Das heißt, es ist für mich auch so eine Art First Look. Und da nehme ich dich jetzt mit. Und ich würde sagen, bevor wir den jetzt fahren, interessieren mich ein paar Fakten. So, und deswegen gehen wir vielleicht mal, ja, wir gehen jetzt ins Tuning, aber eigentlich interessiere ich mich für die Leistungseckdaten des Fahrzeugs, aber die können wir ja hier auch so ein bisschen auslesen. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Wir sehen, er hat einen 4-Liter-Motor, das ist sehr gut. Er hat 608 PS, 9 Newtonmeter, also er hat auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Leistung als die Serie. Er hat Allrad, sehen wir. Er ist deutlich leichter, knapp unter 1,3 Tonnen. Und wenn ich das Drehzahl, Moment. Also erstmal, er hat deutlich mehr Drehmoment als Leistung, was schon mal ein Indiz dafür spricht, dass es kein Saugmotor mehr ist. Und wenn ich die Leistungskurve auch so angucke, hat der ein Turbo? Okay, das hört man hier jetzt nicht raus. Das hört man jetzt hier nicht raus, aber er dreht auch nicht so hoch. Ah, guck mal, man sieht sogar, dass er ein Twin Turbo hat hier im Upgrade, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber wir sehen es jetzt eh, wir gehen jetzt mal raus. Also, okay, das ist interessant. Aber ein viel. Moment. Können hier, ja, Ladedruck ist am Start. 2 Bar liegt da an. 2 Bar Ladedruck. Okay. Kann das sein? Nee, aber es geht ja gar nicht auf. Also ich habe jetzt gerade überlegt, ob sie den GT2 RS-Motor verbaut haben und den dann auf 4 Liter hochgebohrt haben. Das geht ja, den 3,8 Liter aus dem GT2 RS. Aber das kann ja auch nicht sein. Dann hätten wir deutlich mehr Leistung. Weil der startet ja mit 700 PS. Also, keine Ahnung. Oder ist es der GT3 RS-Motor mit Turbo? Oder was komplett eigenes? Nee, ein GT3 RS-Motor kann es auch nicht sein. Ein GT3 RS-Motor dreht bis 9000. Also die haben irgendeinen 911-Motor als Basis genommen. Und ja, mit mehr Leistung. Ist auf jeden Fall was eigenes, das ist schon mal interessant. Und er kommt in der S1-900-Klasse, der haben wir ja auch gerade gesehen. Das ist auch schon sehr hoch, sehr heftig. Also den Aufbau, den wir gestern gemacht haben, auch mit knapp 600 PS, der hat, ja, nicht so einen hohen Leistungsindex am Ende gehabt. Okay, siebter Gang, 300 Sachen, dann sind wir aber am Limit. Na gut, mehr als 200 muss man meistens im Rallye-Bereich gar nicht fahren. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach ein Rennen, oder? Also gar nicht lange schnacken, sondern wir machen jetzt einfach hier so ein Dirt-Rennen. Oder Krip-Rennen, wie es ja heißt. Weil dafür ist er ja auch ausgebaut. Beziehungsweise wir können ja auch vielleicht mal, oder habe ich da schon reingeguckt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Manchmal mache ich das auch schon automatisch. Ja, habe ich schon tatsächlich reingeguckt. Da kann man ja meistens auch so ein bisschen drauf schließen, okay, für was ist er gedacht? Man sieht es ja auch für Dirt. Ach komm, das schalte ich jetzt einfach auch frei. Was soll's. Und, ja, wie gesagt, er kommt auch, glaube ich, in der, ja, hier, Rally Monsters Klasse daher. Und das ist auf jeden Fall, gerade weil er Allrad hat. Ne? Also, die haben Allrad-Umbau gemacht. Also, hier steckt eigentlich mehr 911 Turbo drin, als, und das Spiel ist abgestürzt. Wir sehen uns gleich wieder am Rennstart. So, da sind wir auch wieder. Ja, diese Abstürze, damit müssen wir jetzt halt öfters rechnen. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, auch wenn es da nicht passiert ist. Hier ist es direkt beim ersten Rennen passiert. Toi, 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 dass das der letzte Absturz bleibt. Nee, was ich sagen wollte ist,
da steckt eigentlich mehr 911 Turbo drin als GT3, beziehungsweise das ist eigentlich echt ein krasses Crossover. Ja, und ich habe es ja angedeutet ganz am Anfang der Folge, dass eben in Real Life gibt es durchaus auch GT3 oder GT3 RS Rallye-Fahrzeuge, gerade in der Rallye Deutschland. Das ein oder andere Mal sogar die Rallye Deutschland gewonnen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, erstmal nicht mit dem Allradumbau, sondern da ist natürlich schön klassisch mit Hinterradantrieb das Ganze. Und natürlich die Rallye Deutschland oder Rallyes in Deutschland sind natürlich hauptsächlich Asphalt-Rallyes. Ja? Deswegen macht es dann auch durchaus Sinn oder ist auch dann super geil, weil gerade bei Rallye hast du ja oft den Fall, dass du so aus ziemlich langsamen Ecken rausbeschleunigen musst. Und naja, so ein GT3 oder allgemein der 911er mit dem Heckmotor hat natürlich viel Gewicht hinten, viel Traktion hinten. Und deswegen sind das natürlich dann auch geile Fahrzeuge für Rallyes. Für eben in den Schotter und so weiter, für losen Untergrund. Ich glaube, da sehe ich halt natürlich klar in der heutigen Zeit eher den Nachteil bei einem Hinterradantrieb. Und vielleicht auch sogar für den Heckmotor. Weil gerade im Schotter muss man doch mal ein bisschen mehr slidey um die Ecke gehen. Und wenn dann halt zu viel Gewicht auf der Hinterachse ist, ist es, glaube ich, eher hinderlich. Würde ich jetzt einfach so spontan behaupten. Ja, hier im Spiel kommt er hier aber, wie gesagt, gleich als Allradwaffe daher. Was natürlich klar, ihn dann entsprechend gerade auf diesen Schottergeschichten extrem stark macht. Und natürlich durch den Allrad kann man auch eben diesen Gewichtsnachteil oder Gewichtsverteilungsnachteil auch ein bisschen ausgleichen. Kann man einfach ein bisschen mehr Zug da vorne drauf geben und dann passt das schon. Auf jeden Fall, erster Eindruck ist, das Ding ist übelst krass und das ist auch so mein allgemeiner Eindruck zu den meisten Forza Editions. Während im letzten Teil, also in Horizon 4, die Forza Editions, bis auf den Transit, man eigentlich in die Tonne treten konnte, ist in dem Teil so, dass fast jede Forza Edition echt krass ist und die Standardfahrzeuge echt aussticht. Ich meine, gerade im Rallye-Bereich, der Racing Puma zum Beispiel ist auch absolut crazy gut unterwegs. Und der hier auch, das habe ich aber auch schon gewusst im Vorfeld, man hat den ja auch schon das ein oder andere Mal als Drivatar als Gegner gehabt. Also der ist schon richtig krass, damit hat man natürlich auf S1 900 schon mal direkt eine ziemlich krasse Waffe. Gibt sicherlich Besseres, habe ich noch nicht getestet, aber so grundlegend schon mal als Basis ist es, glaube ich, echt nicht verkehrt. Also da macht man mit schon mal nichts Falsches, wenn man den hat und dann dafür auch einsetzt. Aber wir wollen natürlich heute auch ein bisschen tunen, mal ein bisschen ein paar Sachen ändern, weil ich denke, auch diese Turbofan-Felgen, das passt so nicht auf einen Rallye-Aufbau, oder? Also das ist jetzt nicht meins. So richtig. Ich meine, gut, man schützt so vielleicht ein bisschen alles dahinter, ne? Durch Steinschlag oder so kann halt eher weniger was reingehen. Vielleicht macht es dann auch Sinn, sowas doch zu verbauen für einen Rallye-Aufbau. Jetzt rein von der Logik her, aber ansonsten finde ich es jetzt eher nicht so geil. Gut, stimmt eigentlich, der Gymkhana 10 oder Gymkhana 9 Focus hat es ja auch vorne, glaube ich, gehabt oder so, ne? Aber ja, gut, ich bin trotzdem kein Fan von, ich finde, es sieht irgendwie blöd aus. Deswegen ist das Erste, was ich ändern wollen würde, die Felgen. Ja? Da machen wir jetzt nämlich die drauf. Nein, Spaß. Nee, aber so mit Schnellverschluss oder... Ich sag schon wieder Schnellverschluss. Das zieht sich jetzt durch die beiden Folgen. Ja, also man kann die beiden Folgen so als Zweiteiler nehmen. Also die letzte und diese jetzt. Ich meine natürlich Zentralverschluss. Wäre natürlich schon irgendwie geil. Ja, die wären halt irgendwie, finde ich, fast schon cooler. Ne? Also hätten auch diesen weißen Stil und so weiter. Diese sind jetzt auch kein Zentralverschluss, aber trotzdem fände ich die optisch nicer. Aber auch die Felgen oder so fände ich halt einfach für ein Rallye-Fahrzeug einfach irgendwie cooler. Oder die wir gestern schon drauf hatten. Wenn ich ehrlich bin, da würde das sogar auch mit der Magnesium-Optik irgendwie passen. Oder ich nehme die halt, ne? Also die passen, finde ich, auch ganz cool. Dann hätten wir so einen ähnlichen Stil. Ich glaube, ich nehme die einfach, ja? Also gibt es bestimmt auch noch coolere oder so, aber ja, nimm das einfach. Ja, und wir können es halt auch tunen. Ich weiß, ich bin jetzt gerade am Überlegen, was wir machen. Ich meine, man könnte jetzt auch bestimmt, genau, man könnte wieder zurück auf den Hinterradantrieb gehen, der uns sogar in S2 katapultiert. Ich würde es aber gerne mal probieren. Was passiert, wenn wir den quasi wieder zurück zu dem hier machen? Ich bin nur gerade am Überlegen, was wir sonst noch so machen können. Was kann man hier denn noch machen? Man kann ihn auch als Drifter dann umbauen. Okay, das ist ja auch lustig. Dann machen wir nicht. Wir gucken erstmal alle Teile durch. Okay, wir können die Getriebegeschichte anpassen. Gut. Was hat denn der für ein Getriebestandard? Ich dachte, der hat ein 7-Gang-Renngetriebe drin. Also 10, 8, 6. 5 hat er auf keinen Fall.
Also Renngetriebe 7 können wir ja auf jeden Fall reinmachen, würde ich sagen. Warum? Aber auch immer die ganzen Pferde schlechter werden. Nur wegen Gewicht. Quatsch. Okay. Rally Diff machen wir auch rein. Wir machen das jetzt einfach trotzdem schon mal rein. Klar, wir können das Ganze breiter machen. Gut, das wäre halt eine Überlegung, dass wir hinten sagen, okay, dann machen wir aber die Hinterreifen auch schön breit. 3,45, vorne lassen wir, wie es ist. Und dann kommen wir, klar, die Leistung könnten wir jetzt natürlich massiv nochmal steigern. Das ist interessant. Sogar zwei Stufen nochmal durch. Das machen wir auch gleich. Wir machen noch einen Vollaufbau, weil wir haben eh nicht so viel Auswahl. Aber ich will trotzdem gerne einmal so eine, ne, ihr versteht schon, so eine Hinterrad-Antrieb-Rally-Geschichte machen. Vielleicht machen wir das auch mal mit dem Standard 911er nochmal. Vielleicht auch mit dem Non-Facelift. Einfach mal so eine Rally-Version aufbauen. Aber so wie sie in echt ist, so für Asphalt-Rallys, mehr so in die Richtung. Aber trotzdem Rally, also ein bisschen weicher und so weiter. Und dass er halt gerade so vielleicht trotzdem Schotter oder so kann. Keine Ahnung, mal gucken. Also wir sind ja völlig offen, was das angeht. Warum gehe ich jetzt wieder hier rein? Ich wollte eigentlich ganz kurz zu den Designs gehen, weil mich interessiert hat, ob der mit irgendwelchen Besonderheiten daherkommt. Also wir können erstmal ihn mehrfarbig machen. Heißt, wir könnten genau das, was hier weiß ist, auch tatsächlich umfärben, was ich irgendwie cool finde. Und wir könnten, oder beziehungsweise wir gucken mal, es gibt aber nur das als Standardfarbe. Das Rot-Weiß kommt gar nicht, auch nicht so von ungefähr. Das ist tatsächlich auch mehr oder weniger die Basis bei so einem 911 Rally. Ich meine, wir haben ja einige Rally-Games. WRC, Dirt Rally, da ist er durchaus eben in dieser Rally 911 war des Öfteren drin. Allerdings nicht der 991. In der Regel ist das eigentlich immer der 997. Und meistens oder oft ist auch sogar ein Cup Porsche dafür verwendet oder es werden Teile vom Cup Porsche dafür verwendet. Aber ja, Angaben da jetzt ohne Gewähr, weil ich mich jetzt nicht hundertprozentig mit den Rally-Versionen auseinandergesetzt habe. Ja, aber ich fände sogar eigentlich cool, okay, jetzt sind wir halt wieder bei der Carbon-Geschichte, aber ich fände eigentlich sogar cool, das nicht mit Weiß, sondern wirklich mit Carbon zu machen. So, oder? Ist halt mehr dann wie die Serienoptik. Oder sogar mit dem matten Carbon. Wäre auch irgendwie cool. Aber dann passt zu den Felgen nicht. Nee, wir lassen es mal mit Weiß. Irgendwie hat's ja was. Wir wollen es einfach mal nur angucken. Okay, wieder raus. Wie gesagt, jetzt auf Hinterradantrieb umgebaut. Da bin ich immer sehr gespannt. Oder in dem Fall, weil der Motor auch hinten ist, dürfen wir ja auch Heckantrieb sagen. Aber manche sind ja sehr pingelig. Manche Zuschauer. Aber in der Regel ist ja immer entscheidend, was gemeint ist und was man weiß. Ja, und das ist halt die Sache. Also an sich cooles Auto, cooler Aufbau und auch richtig nice. Aber es nimmt halt mir persönlich sogar das schon ein bisschen weg, was ich halt bei einem GT3 so geil finde. Eben diesen 4 Liter Sauger Boxer 6-Zylinder. Und das haben wir halt hier nicht mehr. Das können wir auch nicht mehr ändern. Deswegen vielleicht, wie gesagt, irgendwie mal selber sowas umbauen. Wäre schon ganz nice. So, ich suche mal jetzt hier ein bisschen Schotter. Dann gucken wir mal, wie er sich da anstellt. Ich meine, wir können auch nochmal probieren, Rennen zu fahren mit dem Aufbau. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, der hat immer noch übelst viel Grip. Was mich auch noch interessiert, stimmt. Wie ist das mit dem Feintuning? Können wir die Aero anpassen? Hier dürfen wir die Aero anpassen! Was ist das denn für eine... Ich muss kurz... Da dürfen wir es anpassen. Aber beim Serien... 911er dürfen wir es nicht. Ey, ich schreibe hier nach direkt ein Support-Ticket. Ich habe das schon auch bereits in Horizon 4 gemacht. Das Support-Ticket wurde nicht mal bearbeitet. Es wurde einfach gelöscht. Ja, fand ich richtig frech. Ich habe richtig höflich geschrieben. Wahrscheinlich zu höflich. Naja. Auf jeden Fall, ich werde wieder ein Support-Ticket schreiben und wenn irgendjemand auch ein 911-Fan ist, ja, ein 911-GT3-Fan ist, dann schreibt ruhig auch mal ein Support-Ticket und schreibt auch, hey, wäre es nicht cool, also ihr müsst halt in Englisch schreiben, also würde ich halt empfehlen, wäre es nicht cool, den GT3 RS, wie er auch in Real Life ist, auch mit anpassbarer Aero zu machen, im Feintuning. Siehe, die Forza Edition hat's, siehe, der alte 911 GT3 RS hat's. Siehe, der GT2 RS hat's. Also, why not? So. Also, den Felgen sehen trotzdem cooler aus. So, wir machen jetzt aber trotzdem Dirt-Rennen. So einen Rundkurs. Rundkurs? Ja, machen wir mal einen Rundkurs. Können wir ja auch mal probieren. Und dann bauen wir aber den Vollaufbau. Weil den wollt ihr ja auch sehen. Der wurde sich auch zumindest mal einmal explizit gewünscht. Wurde geschrieben. Forza Edition. Und bitte Vollaufbau. Machen wir. Das machen wir. Wie gesagt, so viel Auswahl haben wir eh nicht. Und jetzt im Feintuning. Gut, klar, wir können die Reifendrücke ein bisschen noch senken und so weiter. Aber ja, passt schon. Oh, was wir noch machen könnten. Ich habe noch eine Idee, was wir machen könnten. Ich habe noch eine coole Idee, was wir gleich machen können. Designtechnisch.
wenn wir uns schon in der letzten Folge im Design-Editor ausgetobt haben, warum sollen wir das hier nicht auch dürfen? Wir haben jetzt halt viel Asphalt, deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass wir die Reifendrücke vielleicht sogar etwas höher gelassen haben. Weil ich habe so das Gefühl, bei den Offroad-Geländereifen, wenn es nämlich um Asphalt geht, dann magen sie das oder mögen sie das gar nicht so mit niedrigem Druck. Was auch irgendwie wieder logisch ist. Also ich merke schon dass die Folge der Logik. Ne? Und dementsprechend, wenn wir nämlich jetzt hier die Drücke reduzieren, ist das natürlich fürs Gelände oder für Schotter und also für losen Untergrund ist das Bombe. Aber für Asphalt, und da haben wir leider halt auch viel davon in diesen Rennen, ist es halt dann nicht immer so effizient. Wie gesagt, Rallye kann halt auch Asphalt sein. Rallye Deutschland, Asphalt Rallye. Und ganz ehrlich, man merkt nicht mal so wirklich großartig, dass der kein Allrad hat. Also ist mal ohne Flachs. Also klar, der Antrieb nach vorne wäre natürlich mit dem Allrad natürlich besser. Man sieht auch hier ab und zu muss ich doch ein bisschen mehr kämpfen. Aber ich schätze, dann schon gut. Er hat halt ultra Grip. Man merkt halt, dass er halt auch nicht diese Aero nochmal hat zusätzlich. Also ich kann mir vorstellen, dass er echt nochmal deutlich mehr Angriffsdruck generiert als der normale 911 GT3 RS im Spiel. Was halt wieder mal sagt, hey, die Forza Editions sind mittlerweile echt die OP-Autos geworden. Fernab der Realität. Ja, und da auch wieder der Hinweis, wenn du einen Autowunsch hast, klick dich in die Videobeschreibung. Da gibt es das TWIF-Formular, denn TWIF ist der Formatname oder das Formatkürzel zu dem Autowunsch, dieser Autowunschgeschichte. Und nur darüber kannst du wirklich einen Autowunsch äußern, in die Kommentare schreiben, bringt gar nichts. Außer halt, dass du einen Kommentar geschrieben hast, das ist natürlich auch nett, das bringt ja auch dem YouTube-Algorithmus ein bisschen was, ein bisschen Interaktion, aber dann kannst du auch gerne andere Sachen in schreiben. Feedback, wie dir die Folge gefallen hat oder sonst so Sachen. Oder deine Erfahrungen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Obacht. Ja, okay, es ist nicht ganz so OP mit Hinterradantrieb. Ich glaube, das können wir schon mal sagen. Aber es geht. Aber es geht. Wir haben jetzt auch sehr viel Asphalt. Was halt der Oberhammer gewesen wäre, wenn sie hier das Sport-Chrono-Paket noch reingeklatscht hätten. Was ich ja gesagt habe, was eben nicht mit drin ist. Was eigentlich so Standardgefühl ist. Also wenn du so ein GT3 oder GT3 RS nimmst, ey, das überhaupt, wenn du einen 911er bestellst. Wer bestellt einen 911er ohne Sport-Chrono-Paket? Das verstehe ich nicht. Ist klar, kostet meistens Aufpreis, aber ey, also wenn du dir einen 911er leisten kannst, kannst du dir auch das Chrono-Paket leisten. Das sieht einfach auch so viel besser aus. Der Bruder hier. Mal. Naja, gut. Wer bin ich, der über andere urteilt? Geschmäcker sind verschieden, das kennen wir doch alle schon. Ja, und vielleicht das nochmal ganz kurz zum Autowunschformular. Also, du kannst immer einen Wunsch äußern und dann setze ich das immer von Zeit zu Zeit zurück. Also, meistens kann es gut sein, dass nach jeder Tourfolge das zurückgesetzt wird. Dann kannst du wieder erneut wünschen. Und was du dir dann wünschst, ist quasi offen. Also du kannst nochmal das Gleiche, was du dir davor gewünscht hast, wünschen, falls dein Wunsch zum Beispiel nicht dran kam. Und dadurch die Chance erhöhen, dass der Wunsch dann eher dran kommt. Du kannst über die Zeit auch wirklich ein vielleicht eher unbeliebteres Fahrzeug in der gesamten Community trotzdem nach oben pushen, weil du einfach immer konsequent das Gleiche dir wünschst. Alles möglich. Oder du kannst auch wechseln, ja. Du kannst aber auch in die Liste gucken, okay, welche Autos sind denn gerade in der Liste, in der Wunschliste relativ hoch, wo kann ich ein bisschen pushen und so. Also steht dir alles frei, ja, aber steht auch alles im Formular, also. Ja, das kriegst du schon hin, ja, habe ich schon Vertrauen. So, wir gehen zurück nochmal zum Festival oder
zum Haus, eigentlich ist es egal. Naja, gehen wir zum Festival. Da ist die Beleuchtung safe besser. Jetzt lädt. Das ist auch krass. Nach den Rennen ladet es deutlich länger. Aber ja, ich brauche das nicht nochmal sagen. Das Update hat ein bisschen was verbessert, aber auch vieles verschlechtert. Wie es halt leider manchmal echt so ist bei Updates. Und den Unmut zu Horizon 5, ich sag's nochmal, kann ich zu 100% verstehen. Aber es gibt ja auch die schönen Seiten. Und die versuche ich zu zeigen. Und in erster Linie will ich auch unterhalten. Und nicht über ein Spiel ranten. Das will ich auch nochmal so gesagt haben an der Stelle. So, und zwar habe ich eine Idee, designtechnisch. Jetzt kommt's, halte ich fest. Ich hoffe, das geht. Und zwar, wir müssen aber einmal ganz kurz nochmal zu einem Fahrzeug von gestern switchen. Beziehungsweise von der letzten Ausgabe, nicht zu unserem GT3S. Denn ich brauche den Porsche-Schriftzug auf dem Heckflügel. Der ist nämlich ein bisschen, wie soll ich sagen, angeschrägt, weil der Flügel ein bisschen krumm ist, ist der Schriftzug nicht exakt gerade. Und jetzt muss ich noch gerade gucken, wie ich das am besten mache. Hier kann ich speichern. Schriftengruppe speichern. Porsche Flügel mache ich jetzt einfach. Oh, wo ist ein Ü? Wie kriege ich ein Ü? Ich weiß gar nicht, wie ich ein Ü kriege. Ah, da. Indem ich vielleicht auf Ü gehe. Wäre eine Überlegung. Flügel, da ist es. So. Schweige ich mal ganz kurz ab. Farbe ist da egal, das kann ich eh umändern. Nein, teile ich nicht. Das ist nur für mich eigentlich. Und dann gehen wir wieder auf den hier. Also richtig doppelte Design-Editor-Ausgabe. Ja, wenn dann richtig. Und jetzt lass mich überlegen, bevor ich irgendwas falsch mache. Nee, das muss eigentlich passen. Jetzt gehen wir auch zum Heckflügel. Mustergruppe laden. Den hier. Ja, bitte. Und ist er sogar direkt in der richtigen Position? Ja, nee, ein bisschen. Bisschen hier hoch. Wir lassen das auch. Ich würde sagen, wir lassen es sogar grün, oder? Nein. Machen wir den mal so. So, ist gut. Und Farbe. Ups, jetzt habe ich es drauf gedrückt. Ah, egal. Farbe machen wir jetzt das Rot. Oder ich versuche mal das Rot zu treffen. Ist, glaube ich, nicht ganz das Helle, oder? Doch. Doch, kommt hin. Passt. Das machen wir da weg. So, und dann habe ich ja noch die Sticker. Die muss ich mal selber noch erstellen. Habe es ja schon gesagt in der letzten Folge. Die hier. Die habe ich hier von dem netten Stove 28 mir gegönnt. Wie gesagt, das macht halt das Design dann gesperrt. Aber das werde ich irgendwann in einer ruhigen Minute mal selber noch machen. Die kann man dann hier so schön, so ungefähr an der Kante, glaube ich, passt das ganz gut, so knapp drüber hinbringen. Das sieht doch richtig cool aus. Ich feiere das. So, und dann machen wir Left. Ja. Muss nur die Farbe immer direkt, bevor man es drauf macht, anwählen, aber oder so, oder? Also ich finde, das bringt's. Das bringt bestimmt nochmal extra Grip und PS, wenn man das so macht. So. Ist doch geil. Ich feiere das. So. Ja. Bei aktuellem Autospeichern. Wie gesagt, kann ich jetzt nicht freigeben, weil die Mustergruppe von jemand anderem ist und dadurch wird auch das gesamte Design gesperrt. Deswegen muss ich selber machen. Mache ich irgendwann mal. Habe ich Bock drauf. Generell mal so einen GT3-Schriftzug zu machen. Habe ich auch beim Corvette-Schriftzug oder beim normalen Porsche-Schriftzug gemacht. Wobei die ein bisschen einfacher sind, aber ja. Passt schon. So. Mach schneller. Das könnte jetzt sein, dass ich hier in den unendlichen Ladescreen gerutscht bin. Das ist mir nämlich auch schon einmal passiert. Nach dem Update. Und ich glaube, das sieht auch so aus. Verdammt. Gut, kurzer Cut. Wir sehen uns gleich wieder mit dem fertig angebrachten Design. Wusch, so schnell geht's. Sind wir wieder zurück. Ja, ich habe das Tuning wieder zurückgesetzt, die Felgen aber schon mal wieder drauf montiert, denn ich wollte jetzt einfach mit dem Standard-Dingens da anfangen. Deswegen ändern wir da jetzt nichts ab, also beziehungsweise er ist jetzt wieder auf Allrad zurückgesetzt. Wir machen aber natürlich die Reifen trotzdem schön breit, so breit wie es eben geht. Felgengröße ändern wir nicht, wobei wir können mal kurz gucken, was können wir denn, wir können nur größer machen, ne? Manchmal gibt es ja auch die Option, kleiner zu machen, da können wir so richtiges Geländemonster machen. Machen wir aber nicht. Ja, Getriebe bin ich jetzt echt überfragt. Brauchen wir wirklich ein einstellbares Getriebe? Achso, jetzt ist standardmäßig das 7-Gang. Achso, durch einen Hinterradumbau haben wir ein. Ah, hä? Okay, keine Ahnung, verstehe nicht. Egal. Wir machen auf jeden Fall. Genau, jetzt ist alles quasi drin. Das war rein nur durch den
auf Hinterradantrieb Umbau waren die Optionen dann verfügbar quasi. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Machen wir nicht. Dann machen wir jetzt nur noch die Leistung rein, wovon wir ja natürlich viel zu wenig haben. Und jetzt mit 1023 PS fühle ich mich definitiv glücklich. Ich sehe auch durch die angepasste Nockenwelle können wir jetzt auch richtig schön hoch drehen. Ich glaube sogar über 9000. Und dann sind wir noch mehr oder weniger wieder da, wo ein GT3 hingehört. Auch wenn wir die noch trotzdem Turbos haben und die natürlich richtig aufgeblasen haben. Weil ich mich jetzt auch frage, wie viel Bar Ladedruck machen die jetzt? Das ist bestimmt nicht wenig, oder? Das ist bestimmt jetzt auch gestiegen. 3 Bar. 3 Bar Maximum Ladedruck. Und wir drehen bis, ja, knapp über 9000. Und, muss ausfahren. 9300 irgendwas. Was mich jetzt auch interessiert, wenn der so viel... Ich weiß, ich bin kein Fan von dieser angeblichen Launch Control, aber... Oh Gott. Ey, weißt du, du hast über 9000 und der dreht bis 1000. Wahnsinnige Launch Control. Naja, der Fahrwerk ist super weich und alles. Also der könnte auch, glaube ich, im Querfeld ein ganz gut funktionieren. Aber im Feintuning möchte ich jetzt, glaube ich, erstmal gar nicht so viel anpassen. Wir fahren einfach mal wieder ein Dirt-Rennen. Und hier so eins, wo ich noch nicht gemacht habe vielleicht. Und gucken einfach, wie wir klarkommen. Weil ich glaube, so weich, wie der jetzt eingestellt ist, bräuchte es es gar nicht für diese Grip-Dirt-Rennen. Fürs Gelände auf jeden Fall. Das Gelände auf jeden Fall. Ja, und guck mal, das sieht voll geil aus. Mit einem weißen GT3 RS-Schriftzug. Beziehungsweise weiß ist ja der Schriftzug nicht. Der ist ja rot. Das ist ja eher das Drumrum ist weiß. Der Streifen. Sieht doch cool aus. Geil, man könnte jetzt sogar auch echt überlegen. Guck mal, ich habe ja so Michelin-Dinger, dass man so ein Michelin-Dings in weiß noch dran macht. So richtige Sponsorengeschichten. Ja, da könnte man sich schon richtig geil verausgaben. Naja gut, lassen wir das erstmal. Das ist schnell jetzt. Alles klar. Läuft. Das ist ja übelst wild. Okay, wir könnten halt die Aero komplett jetzt nach oben pushen eigentlich bei dem Ding. Oh, 90 Grad gefahren. Der bremst echt krass an. Ich muss mal ein paar Fotos machen, fällt mir gerade auf. Eben genau hier, der hatte auch diese Turbo-Fan-Geschichte da vorne. Weil ich weiß halt nicht, ob das manchmal Style oder wirklich sinnvoll ist. Also ich weiß es wirklich nicht. Haben Rallye-Fahrzeuge wirklich solche als Schutz? Möglich ist es sogar. Gesehen, bewusst gesehen habe ich das echt noch nie. So, jetzt geht's ins Gelände, jetzt mal gucken. Die Leistung nicht verpufft. Aber ne, bleibt noch nicht. Der ist schon ein bisschen arg weich jetzt eingestellt, finde ich. Also wie gesagt, für Querfeld ein, okay. Aber jetzt für die Rennen ist es halt super schwammig. Ich bin halt die ganze Zeit am Gegenlenken, am Korrigieren und die S2 Rennen sind eh so schnell. Also die sind selbst auf dem Asphalt, je nachdem, echt krass schnell. Und jetzt in der Rennkategorie finde ich nochmal übertriebener. Fand ich auch im letzten Teil schon schwierig. Also S1 ist so gerade noch so okay. Das ist schon crazy. Aber S2 ist schon anders wild. Aber mit dem Fahrzeug geht es tatsächlich irgendwo. Ja, durch das Schwammige verliert er halt ein bisschen Direktheit. Und ich finde, diese Direktheit wäre schon wichtig. Ja, also auf dem Bremser hast du halt. Aber das liegt einfach an diesen Strecken. Diese Strecken von einer 90 Grad in die nächste. Und wenn du dann, wie ich, ohne Bremslinie fährst und jetzt, wie ich, auch die Strecke zum allerersten Mal fährst, ja, in einem Jahr oder in zwei wollen wir nicht mehr drüber reden, da hast du die Strecken so intus, dass du genau weißt, okay, jetzt kommt die 90 Grad Kurve wieder, okay, da bremst sich jetzt schon früher an. Aber jetzt hier nach Gefühl anzubremsen, dann bist du halt ein bisschen zu spät. Mit so einer krassen Geschwindigkeit ankommst, ja, dann viel Spaß mal beim Anbremsen. Hier auch. Da musst du so viel früher. Aber sag das mal einer. Ja, ja. Aber ich würde trotzdem ganz gerne noch, auch wenn ich dann schon wieder Gefahr laufe, Folge unnötig in die Länge zu ziehen,
Was heißt unnötig? Unnötig ist es definitiv nicht. Aber auf jeden Fall in die Länge zu ziehen. Würde ich ganz gerne trotzdem genau das jetzt mal noch angehen. Ich würde ganz gerne das Fahrzeug ein bisschen strammer auslegen. Für so einen Maximalaufbau auf jeden Fall. Ich denke auch, dass man mit dem S1-900-Aufbau, was er standardmäßig hat, auch sehr viel rauskitzeln könnte. Normal ein bisschen im Feintuning. Einfach weil man auch die Möglichkeit hat, durch die anpassbare Aero und alles. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Und das machen wir jetzt auch noch mal ganz schnell. Ganz quick and dirty, ein paar Sachen, die ich denke, die funktionieren. Dann fahren wir noch ein ganz schnelles Rennen und dann sind wir auch durch. Also prinzipiell könnt ihr auch jetzt schon durch sein, aber bin ich nicht. Bin ich nicht. So, bitte, bitte häng dich jetzt nicht auf. Also, so gut es die letzte Folge geklappt hat, möchte die Folge mir sagen, hey, ah ne, okay, jetzt geht's. Das ist einfach nur eine längere Ladezeit. Wahnsinn. Wahnsinn! Wo kommen wir da hin? So, also, ganz schnell, quick and dirty. Wie gesagt, ich gehe etwas mehr runter jetzt mit dem Dings, weil ich jetzt einfach nicht so auf Asphalt baue. Getriebe lassen wir erstmal. Da würde ich ein bisschen mehr geben. Ich glaube, das verträgt er ganz gut. Ich würde hinten ihm mehr Stabilität geben. Stabis sind super weich, das ist okay. Aber die Federn, finde ich, die dürften ruhig ein bisschen mehr. Der dürfte vor allem auch hinten ein bisschen härter sein. Ja, ist okay so. Das darf er schon. Auch hier Dämpfung. Darf ruhig ein bisschen mehr sein. Gar kein Thema. Druckstufe finde ich okay, da könnte man sogar eher sogar ein bisschen runtergehen. Aero gehe ich in die Vollen. Ich glaube sogar, dass der oder gerade bei dieser extremen Leistung, bei diesem extremen Leistungszuwachs, dass er das ganz gut wegsteckt. Gewinnt sogar Topspeed, sehe ich gerade. Ist ja sehr lustig. Auch das ja lasse ich, wobei es schon sehr viel Sperre ist hinten. Bisschen weniger wieder auf, klar. So, okay. Wunderbar. Dann, ohne das zu testen, beziehungsweise wir testen es direkt im Rennen. Haben wir noch ein Dirt-Rennen, was ich noch gar nicht gefahren bin? Rundkurs. Aber Rundkurs will ich eigentlich nicht machen. Ich will so einen Sprint machen. Ich nutze ganz kurz mal die Filter, sonst suche ich mir hier komplett einen ab. Puh, aber ich glaube da oben auch. Okay, die Rundkurse bin ich noch nicht gefahren, aber Sprint bin ich jedes schon mal mindestens einmal gefahren, gewonnen, aber die wenigsten. Okay. Ja, dann nehmen wir einfach das hier jetzt. Komm. Machen wir keinen riesen Stress, sondern nehmen wir einfach, ziehen wir durch. Fahrwerkshöhe könnte man sich tatsächlich auch überlegen, ein bisschen zu reduzieren. So ein Rallye-Fahrzeug hat ja in der Regel so 19 bis 20 Zentimeter. Aber wir sind ja hier bei, glaube ich, bei 3 oder 24. Aber ja, ich glaube, an dem ja, liegt es jetzt am Ende des Tages nicht. Wir gucken einfach mal. Finden was raus. Auf geht's. Oh mein Gott. Ja, voll verkackt. Ich sage ja, 90 Grad hier. Mein Nemesis. In den letzten Teilen waren Bäume mein Nemesis. In dem Teil sind 90 Grad hoch. Es ist einfach zu schnell. Also. Es ist einfach zu wild und zu schnell. Aber wir kämpfen uns trotzdem jetzt irgendwie davor, oder? Das kriegen wir schon hin. Nein, 90 Grad Kurve natürlich. Ey, das schaffst du gar nicht, auf Sicht das anzubremsen. Das schaffst du nicht. Unmöglich. Du musst es wissen, dass es kommt, dann geht's. Dieses Wissen ist noch nicht so ganz in meinem Kopf verankert. Aber man kann es mir nachsehen. Und ich weiß, dass es einigen genauso geht wie mir. Wie mehr, alles cool. Außerdem braucht man ja noch Potenzial, sich zu verbessern. Das ist klar. Weil das eigentlich auch nichts mit Können oder so zu tun hat. Das ist einfach nur Wissen, okay, wann kommt welche Kurve. Und dementsprechend dann den Bremsen richtig zu setzen. Erfahrung und Wissen, so würde ich es nennen. So, dieses Buggy-Teil da vorne ist ja auch mal übertrieben schnell. Lecco Mio. Der hat nicht gezählt, das war so klar. Ich konnte es aber auch nicht. Der ist schon beim Absprung so komisch quer gekommen. So, jetzt. Genau so wollte ich es nämlich fahren. Also sagen wir es mal so: Ich würde das Fahrzeug einfach eiskalt auf S1900 lassen. Felgen ändern. Hat am ELI auch nichts geändert, ein bisschen was im Feintuning ändern. Aber definitiv nicht die Leistung steigern. Das ist schon mal
kann man mal machen, aber... Puh. Wenn du auf Stress und Panik stehst, dann kann man das so machen. Geil ist im Innenraum, wie man das Renngetriebe halt hört, ne? Schönes, gerad verzahnte Getriebe. Das klingt schon sehr authentisch. Das finde ich schon ganz nice. So, jetzt aber wirklich Schluss hier. Und deswegen vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, dann lass auch gerne ein Däumchen nach oben da. Ich hoffe, alle, die sich eben auch die Forza Edition gewünscht haben, sind damit glücklich gestellt worden. Und dann ja, hören wir uns doch hoffentlich in der nächsten Ausgabe von Forza Horizon 5 wieder. Ich würde mich freuen. Ich bedanke mich, wenn es dir gefallen hat. Däumchen nach oben. Wie schon mehrfach in vielen Ausgaben gesagt, das hilft nicht nur dem Video, das hilft dem Kanal und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich. Bis dann. Ciao.